Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, heute seht ihr hier einen riesengroßen Pappkarton, den habe ich jetzt auch davor gestellt, damit ihr nicht das Chaos auf meinem Schreibtisch seht. Weil die Kose und ich, wir haben uns gestern in unserem jugendlichen Leichtsinn überlegt, dass wir euch dieses Jahr zwei Adventskalender versuchen vorzubereiten. Einmal für die Häkler, einmal für die Stricker. Wir müssen mal gucken, ob das zeitplanmäßig alles so klappt oder ob nicht. Oder ob wir das dann mischen, dass wir dann einen Tag häkeln, einen Tag stricken. Wir müssen echt mal schauen, wie wir das zeitmäßig hinkriegen. So, und dann habe ich bei einem Muttertagswichteln mitgemacht. Das hier ist mein Mamatag. Ich habe jetzt hier nur schon mal aufgeschnitten und den Adressaufkleber abgemacht. Ansonsten noch nicht reingeguckt, war sehr, sehr schwer, nur wirklich aufzuschneiden und den Klebaufkleber abzumachen und nicht zu öffnen. Also bin ich echt schon mal ganz doll gespannt, was drin ist. Ich hoffe, der Mama, die mein Paket bekommt, ist da auch total begeistert. Ich hoffe es wirklich. Ganz, ganz doll hoffe ich das. So, ja, würde ich sagen, wir gucken mal zusammen rein. Ich habe mir nämlich gedacht, dass wir das vielleicht zusammenschauen, dass das vielleicht für euch auch was ist und dass wir da mal so zusammen reinillern. Ob man das so hinstellen darf, ich weiß es nicht. Wir lassen es mal lieber so liegen. Das liegt jetzt so halb schräg da. Ich hoffe, das funktioniert. So, gucken wir mal rein. Also wie ihr seht, sehr gut zugeklebt. Hier ist jede Menge Panzertape drauf gewesen. Ich hatte echt Probleme, mit der Schere durchzukommen. Oh, Moment. Hier muss ich mal kurz mit der Pappe. Dass wir nicht so ins Mikro kommen. Oh, was kommt denn da? Oh, das sieht ja toll aus. Also, wo fangen wir an? Nehmen wir erstmal das, was hier alles festhält. Hier haben wir ein wunderschönes Deko-Herz auf einem Ständer. Und hier haben wir Love is Sweet Like Heaven. Oh, ist das cool. Ist das mega. Gut, jetzt brauche ich Platz auf meinem Schreibtisch. Das räumen wir gleich. Oh, da freue ich mich. Ist das toll. So, schauen wir mal. Hier haben wir ein Schäfchen mit Blümchen. Oh, allerbeste Mama auf der Welt. Ach, ist das goldig. Oh, da freue ich mich. Guck dir mal, ist das nicht schön. Eine kleine Vase. Oh, die ist mega. Wir brauchen, okay, die auch jetzt auf dem Schreibtisch. Gut, ich muss hier dringend meinen Schreibtisch aufräumen. So, hier haben wir eine hübsche Rose. Und die riecht sogar. Die duftet. Na, was denn? Also die hat einen sehr, sehr schönen, süßlichen Duft. Machen wir gleich mal in die Vase. So. Hier, Rose und Vase. Das ist doch ein tolles Bild. Nicht an die Kamera kommen. So. Dann haben wir hier für die schwachen Nerven einen Sweet Kiss Tee. Mit Kirsche und Erdbeeren. Ja, Tee passt immer. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber Tee, das geht immer. Oh, da freue ich mich. Oh, schön. Da gibt es nachher einen leckeren Tee. Und eine Duftkerze. Sagen wir, riecht die? Riecht die toll. Wahnsinn. Ups. Ich tue mal kurz den Karton runter. Moment. Jetzt seht ihr zwar mein Chaos, aber wir brauchen Platz. Oh, riecht die toll. Die riecht richtig schön. Eigentlich viel zu schade zum Abbrennen, mal ganz ehrlich. Oh, riecht die toll. Mandarin und Sonnenschein. Aha, cool. Ich bin ja total so ein Fan von Duftkerzen. Oh, guckt euch mal dieses Riesending an. Ist das ein Riesenpotter? Wahnsinn. Und die riecht so toll.
viel zu schade eigentlich zum Abbrennen. Aber von so Duftsachen, da bin ich ja absoluter Fan von. Also liebe Mama, Wahnsinn. Du hast mich hier echt weggeflasht. Das ist ja der Hammer. So, dann waren hier noch so Servietten im Karton. Wir gucken mal, ob da auch noch was drin ist. Nicht, dass ich hier aus Versehen was wegschmeiße. Nö. Oh, die Servietten sind auch ganz hübsch. Wenn sich das mal so anguckt. Könnte man schön Serviettendruck mitmachen. Die hebe ich mal auf. Da können wir schön mit den Kindern mitbasteln. Also wie ihr seht, man findet einfach für alles eine Verwendung. Und wenn es Servietten sind, da kann man immer noch wunderschön mit basteln. Also ganz, ganz lieben Dank, Mami. Ich freue mich hier riesig drüber. Also jetzt nicht meine Mami, aber eine Dame aus einer WhatsApp-Gruppe, wo ich mit drin bin. Mit der haben wir Muttitagswichteln gemacht. Also in der Gruppe haben wir Muttitagswichteln gemacht. Und deswegen ganz, ganz lieben Dank. Oh, ich freue mich hier mega drüber. Jetzt muss ich allerdings ganz dringend meinen Schreibtischchaos aufräumen, dass das Zeug hier wirklich hinkommt. Weil die zwei Sachen kommen jetzt definitiv auf den Schreibtisch. Das hier tue ich draußen bei meiner Duftkerzensammlung hin. Na und davon mache ich mir gleich einen lecker Tee. Oh, ich freue mich. Ich hoffe, dass mein Präsent bei dir auch so gut ankommt. Also ich freue mich hier gerade echt. Ich freue mich hier gerade mega. Glaubst du gar nicht. Ja gut, dann muss ich jetzt erstmal im Schnellverfahren meinen Schreibtisch aufräumen. Hier kriegt man gerade richtig Appetit, weil hier, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt die Kerze rüber geduftet hat oder ob die Rose duftet. Auf jeden Fall ein Traum, ein absoluter Traum. Oh, ich freue mich. Ganz, 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 ganz lieben Dank. So, meine Lieben, der Schreibtisch ist aufgeräumt. Ich habe es jetzt so hingestellt. Hier haben wir unser Wunschboxglas. Hier die hübsche Rose. Hier meine Box, wo alles drin ist. Das Herz, der Blumenstrauß von meinem Mann, ein Thermometer. Und hier vorne noch so ein bisschen Kleinkram. Da hinten steht ein Babypuder. Den Tipp habe ich von euch bekommen gegen die blöde Quietschenase-Nadel. Dann haben wir da hinten ein bisschen Glitzer. Da den Schmucksteinkleber, die Häkelbox. Naja, mein Seltersglas. Das ist aber jetzt nicht so wichtig. Den Ventilator. Hinter dem Herz kommt dann schon die eine Lampe. Da seht ihr sie. So, und dann, was man ja auch immer ganz selten sieht, wenn ich meinen aufgeschreibten Schreibtisch habe. Ich drehe mal die Kamera ein Stück, da könnt ihr weiter gucken. So, hier haben wir also die Häkelnadelbox, eine Box mit Buntstiften, Bleistiften, Kulis, Lineal, Aberkrampel. Darunter sind dann Blöcke und sowas. Rosenrot. Die Tasche wollen wir noch zusammen machen. Na, das muss ich noch ins Bad bringen, seht ihr? Und hier ist meine Strickbox. Da habe ich alles drin, was so an Stricksachen da ist. Genauso wie da alles drin ist, was so an Häkelsachen da ist. Wenn ich mal die Kamera nach unten bewege, haben wir hier das Rosenrot. Hier die Tasche, die wir noch zusammen machen wollen. Und dann hier für das ist ein Teil für dieses Los mit den Blumen. Das kann ich aber jetzt noch nicht umdrehen. Das trocknet gerade noch fröhlich vor sich hin. Ja, und das ist so mein Schreibtisch. Wenn ihr es mal wissen wollt, dann schauen wir mal zusammen in die zwei, so ungefähr, in die zwei Boxen rein. Dann packe ich die mal aus und wir gehen sie mal zusammen durch. Wenn ja, lasst es mich mal unten in den Kommentaren wissen. So, dann wisst ihr ja jetzt, wie ich das Zeug hingestellt habe, das schöne Herz und die tolle Rose. Die Duftkerze ist draußen bei den anderen Duftkerzen. Die Vase habe ich gleich genutzt, um die schöne Rose reinzumachen. Ja, und damit haben wir dann auch das Paket ausgepackt. Der Schreibtisch ist aufgeräumt und ihr habt ihn auch mal wieder gesehen. Ist schon lange her, dass ihr ihn gesehen habt. Aber jetzt habt ihr ihn mal wieder gesehen. Den Traumfänger gibt es übrigens immer noch. Der bleibt da auch schön, wo er ist. So, meine Lieben, ich bedanke mich, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal.